Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video von Star Stable. Die Sonntagsfolge jetzt nachaufgenommen. Nehme ich gerade am Samstag auf, ja. Ich bin ein bisschen, ich war die letzten Tage krank. Und deswegen kann es sein, dass meine Stimme sich ein bisschen krank anhört. Es fällt noch so ein Krankenwagen bei uns vorbei oder so. Ey, bei mir, ich denke mir immer so, wie lange dauert es, bis ich da anfange zu lesen? Ey, dieser Krankenwagen wird immer lauter, was ist das? Ja, Kirsty Griswold. Was würde der hierher fahren? Okay, er fährt vorbei. Farmer Steve, ich habe die Bücher meines Großvaters durchsehen und es sieht so aus, als hätte er viele Geschäfte mit jemandem namens Steve gemacht. Kein Nachname, nur Steve. Den Namen gibt es so oft. Ich weiß, es ist wahrscheinlich sehr hergeholt, aber kennst du irgendwelche Farmer namens Steve? Natürlich, wir kennen uns Steve. Wirklich toll. Vielleicht könntest du mir mit ihm über meine Krähenkisten und Ernteprobleme sprechen. Können wir gerne machen. Auf jeden Fall, wir kennen Steve, weil... Ja, sage ich gleich. Laut Opas Notizbuch hatte das letzte Mal, als er die Reparaturen durchführen lassen wollte, jemanden namens Big Bonnie angerufen. Das kann keine reale Person sein, oder? Wie sollen wir sie jemals aufspüren? Dich uns? Was? Du kennst sie wirklich? Das ist toll. Dann kannst du sie vielleicht bitten, vorbeizuschauen, wenn sie Zeit hat. Machen wir auch gerne jetzt noch das andere. Als ich hier ankam, tauchte dieser junge Andy mit einem Huhn auf. Er hatte gesagt, es wäre ein Einweihungsgeschenk ohne Hintergedanken. Und wenn ich noch mehr Tiere bräuchte, sollte ich mich bei ihm melden. Was ist eine Farm ohne Tiere, richtig? Ich habe das komplette Tierset geordert. Er hat es die Old McDonald Sammlung genannt. Old McDonald, ey, da gibt es ein Lied auch mit der Herdefarm. Tja, die Hälfte der Tiere ist angekommen, aber ich habe noch nichts von den Kühen gesehen, die er mir versprochen hat. Könntest du diesen Andy auftreiben und nachschauen, was er treibt oder was da gestanden hat? Oh mein Gott. Ey, die ganze Zeit meine Stimme, die... Das nervt. Mir ist gerade aufgefallen, dass hinten ein Transit steht. Aber ich sage euch noch nichts, was damit auf sich hat, weil es ist mir gerade aufgefallen, weil in der nächsten Folge... Ja. Ich sage einfach nichts. Annalisa Debrandbart. Antonia Snowfire, alles lassen die für Namen. Luna Summerweather, oder? Hat Summerweather gestanden? Keine Ahnung. Okay. Wayday. Leute, das ist mir nach dem Aufnehmen aufgefallen. Ich muss zu Steve, Big Bonnie, also Steve's Farm. Und ich war einfach nach Wayday. Ich dachte mir so, hä, wieso fahre ich nach Wayday? Als ich jetzt angekommen bin. Ich habe mich so gewundert, hä, Wayday? Ich dachte mir so, hier muss ich gar nicht hin. Upsi. Ey Leute, dieser Zufall, dass man einfach in die falsche Stadt fährt, ja. Ich reite noch los und denke mir dann so, oh scheiße, falsche Stadt, wir müssen noch zu Steve. Da steht ja sogar Steve's Farm. Und ich hab's verpeilt. Ja, ja. Das ist weiter oben, ne? Das ist mir auch erst nicht aufgefallen, weil sonst... Ich war auch jetzt so, hey, Silverglade. Also, oh scheiße, das ist dieses Farm. Ist mir dann aufgefallen, so. Ja, toll. Da steht nämlich sogar Steve's Farm. Ja, wie kann man das verwechseln? Ich weiß nicht, Anna. Was hast du getan, Anna? Ich weiß nicht. Was hast du getan, Anna? Ich weiß nicht. Alles klar. Beste Deutsch. Ich glaube, wir sind erst mit Bonnie gegangen. Ja. Ein Zahnegelern, du schon wieder? Was gibt es denn diesmal für ein Problem, Anna? Fliegt die Zeit wieder davon? Lass mich schnell mein Netz holen. Brauchst du nicht, Big Bonnie? Wie bitte? Auf Biegs Gehöft braucht jemand technische Hilfe? Ich liebe diese alte Farm. Wenn ich meine Augen schließe und mir eine Farm vorstelle, sehe ich genau diese Farm in meinen Gedanken. Nichts gegen Steve, aber Biggs Griswold hätte es wirklich drauf, eine Familie zu errichten. Wenn sie eine Enkelin hilft, bei den Maschinen braucht, kann sie auf Big Bonnie zählen. Birk, ist der Birk Griswold, alles klar. Ich schnappe mir nur mein Werkzeug und gehe gleich zum Gehöft. Moment mal, ist alles weg? Dann schlägt ja mal den Fass im Boden aus. Natürlich, nur im übertragenen Sinne.
Wie konnte ich nur so dumm sein und gefährliche Geräte wie diese in der ganzen Stadt zurücklassen? Wenn der Stadtrat das herausfindet, lässt er mich in einen Jutesack aus der Stadt jagen. So bin ich auch in die Stadt gekommen. Wenn ich zurückdenke, auf jeden Fall müssen wir das Werkzeug finden, bevor Silverglade ins Verderben gestürzt wird. Aniko, jetzt kann ich mich noch erinnern. Wir mussten sie doch aus dem Silo. Haben wir sie doch hierher gebracht. Das habe ich letztes Mal nicht gesagt gehabt, aber ist mir dann halt jetzt aufgefallen gewesen. Wir suchen. Searching. Ey, da habe ich so Englisch geredet. So die ganze Zeit so searching. Search. Habe ich die ganze Zeit gesagt. Ich weiß nicht, so aus Fun. Search. Okay, Hammer habe ich keine Ahnung, was auf Englisch heißt. Hammer heißt Hammer bestimmt so, ne? Ja. Aber auf jeden Fall. Aber es ist ja eigentlich ein Garten. Da kann es doch eigentlich rumliegen lassen, oder? Searching. Not interesting gefound. Not interesting found. Den letzten Punkt, ne Leute, den habe ich so lange gesucht, ich habe den nicht gefunden. Es kamen jetzt aber eh noch ein paar. Aber den letzten, wo das Werkzeug war, habe ich nicht gefunden, ne? Not interesting found. Ich bin jetzt ein Roboter und sage immer das Gleiche. Ich auch tippe ich auch immer auf der Karte an diesen orangen Punkten, aber ja. Not interesting found. Okay, ey, es war voll cool, wenn ich da gleichzeitig noch was anderes labern würde. Das wäre so lustig. Searching. Not interesting. Found. Ich dachte erst so, guck mal da hinten, weil das farmigste Punkt ist mir aufgefallen. Ey, Leute, das ist ja die Quest, weil hier in Silverglade ist das Werkzeug nur verloren gegangen. Ja, ja. Wirklich, ich habe diese letzten paar Punkte gesucht und gesucht. Gesucht und habe sie nicht gefunden. Okay. Research points. Okay, da sagt man das Search Points, also Suchepunkte. Also ich weiß ja nicht. Search. Was fehlt denn alles für ein Werkzeug? Da habe ich keine Ahnung. Ich dachte erst so, vielleicht ist ja im Uhrenturm was. Ey, jetzt habe ich mir wirklich gedacht, da bin ich hochgerannt. Und das, was ich dann gefunden habe, hat mich so überrascht, weil da hat wirklich was gelegen, Leute. Das hat mich so überrascht, aber dass da nochmal was wäre, habe ich mir nicht gedacht, aber bin trotzdem ganz hochgelaufen. Hätte ja sein können, dass da noch was gelegen hätte. Schade, dass man aus dieser Urne... Doch, man kann rausgucken, oh mein Gott. Da ich zu voll war, runterzugehen, habe ich eine Abkürzung genommen. Ja, ja. Dann dachte ich mir, ey, es könnte ja im Clubhaus eins liegen. Gehe ich in das Clubhaus rein. So, wenn ich gerade gefunden habe, Schraubenschluss. Ey, da habe ich keine Ahnung, was das heißt. Schrauben. Ey, Leute, Werkzeug auf Englisch. Nee, das ist unnötig. Das braucht niemand. Nur Handwerker vielleicht. Ich laufe dann so rum wie eine Olle und finde nicht. Und da steht halt Morland Pfarrers Club, wie mein Club halt heißt. Nämlich auf die Idee kommen, wer ist eigentlich alles in meinem Club? Isabella Alfwin, Simone Forslott, Elaine Armbrook, Liv Montfort, Zoe Exnaut und Elena Claysworth. Elena und Zoe kenne ich nicht. Liv und Elaine, also Elaine war einmal eine von meinen besten Freunden, die kommt aber nicht mehr online. Ich glaube, weil sie sehr schlechtes Internet. Dann Liv Montfort ist mein Bruder. Und die anderen zwei sind Freunde. Ja, Saskia ist ja zurzeit nicht in meinem Club, weil sie mit Shayla Surfer gewechselt hat. So ist jetzt immer wieder auf Surfer 4. Okay, es lädt. Okay, jetzt steigen wir wieder auf unser Pferd auf, ne? Und ich dachte mir so, oh ne, die Folge, die geht bestimmt schon so lange, ey Leute. Wir müssen dieses letzte Stück finden. Dann, ich war zu dumm, um diesen Punkt da drüben zu sehen. Oder habe ich den da gesehen gehabt? Ich weiß es gar nicht. Ich hatte ihn dann gesehen, weil von den Trüben kann man ihn dann nicht verwechseln. Jetzt haben wir Warnwitz. Okay, nee, das hat dann jetzt nicht gestanden, was wir gefunden haben, sozusagen. Jetzt auf zu Big Bonnie die Quest abgeben und dann sind wir bei Esther Rastmann zu Andy gegangen, um die Quest abzugeben. Nicht, dass wir nochmal alles von vorne machen müssten. Aber wenn ich jetzt ein Netz hätte, würde ich so ausgasten, ne? Du hast es gefunden. Gott sei Dank. Ich bin so erleichtert. Ich könnte eine Ziege küssen. Hast du zufällig eine Ziege dabei? Nein. Dann muss ich das wohl auf ein anderes Mal verschieben. Ja, Big Bonnie, aber von dir gehen wir jetzt leider weg. Wir kommen morgen wieder, also eigentlich am Mittwoch sozusagen sind wir wieder gekommen. Auf dem PC dann, aber
PC und danach geht's wieder auf dem Laptop weiter, weil auf dem PC ist das Problem. Dort immer am Anfang, wenn ich es konvertiere und speichere, ist dann am Anfang so ein grauer Bildschirm und dann nervt, deswegen, ja. Hallo Anna, wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen. Was kann ich für dich tun? Erstmal nicht willkommen, bald wieder. Auf jeden Fall, weil ich sagen wollte, wegen Steve, das ist ja sozusagen, wir haben ja uns so Personen gemacht, die sozusagen Spieler mit uns verwandt sind, so wie Saskia, meine, sozusagen mit Layla eigentlich, unsere, meine Schwester, Schwestern sind im Spiel. Und, Steve war dann, glaube ich, unser Opa, wenn ich mich nicht irre. Hier haben wir ja auch eine Quest bei Barney. Ey, wir haben so viele Quests, Leute, da kommt man gar nicht mehr hinterher. Wir sind Level 16, können noch nicht nach Golden Hills oder Epona. Ich glaube, um nach Epona kommen zu müssen, muss man nach Golden Hills kommen. Und da habe ich keine Ahnung, was man für Golden Hills machen muss. Für irgendeine muss man nicht Stormground geholfen haben, ins Dino-Tal zu fliegen. Haben wir aber schon. Ich glaube, man muss auch bei den Kaltnern den Ruf angefangen haben bei irgendeinem. Ich weiß es aber nicht mehr. Und beim einen muss man Level 15, ich glaube, es war Golden... Nee, ich glaube, es war Epona, Level 15, nee, 16 erreicht haben oder 15. Kam die, also ich glaube, Golden Hills kamen schon Leute mit Level 13, Leute, und ich bin Level 16 und kann noch nicht hin. Das ist 3 Level höher. Das ist dann schon irgendwie, ich weiß nicht, nicht so, ja. Und wir reiten, Leute, mir ist mir übrigens in einer Folge aufgefallen, wie viele Vögel fliegen, aber jetzt geht's eigentlich noch. Aber, okay, es sind schon viele, aber... Okay, im echt, um diese Jahreszeit sehe ich eigentlich gar keine und wenn selten Vögel. Ich kann mir das vorstellen, wenn alle wieder zurückkommen, dass ich dann Vögel sehe. Oder, okay, wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich halt keine. Aber wenn ich immer draußen bin, sehe ich schon welche. Also nicht zur Schule laufen morgens nicht, weil es viel zu früh, da sind meistens noch keine Vögel. Um 7 Uhr sind meistens noch keine Vögel da, die da rumfliegen. Und wenn ich Vögel zwitschern hören würde, wollte jetzt, geht es nicht, weil das der Spielton so ablenkt. Und da zwitschern auch Vögel. Aber so ein Storchen hört man bei uns wirklich was. Nee, jetzt sehe ich da einen Vogel. Hör nur einen. Andy, Anna, was führt dich in diese Gegend? Kirstys Vieh ist noch nicht da. Oh je. Was hast du jetzt schon wieder angestellt, Andy? Aber hiermit beende ich auch die Folge und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.